Ja, wir sind jetzt hier in Paris auf einem Event von Focus, wo The Search, die allerneueste, praktisch fertige Version des Spiels, gezeigt wird. Vielleicht magst du dich vorher mal kurz vorstellen, wer du bist, was du mit dem Projekt zu tun hast und dann irgendwie mal so einen grundlegenden Überblick geben, was ist The Search überhaupt? Also die es gar nicht kennen. Ja, ich bin Jan Klose, Creative Director von The Search und habe damit mit allen Teilen irgendwie ein bisschen was zu tun. Und The Search ist ein Hardcore-Action-Rollenspiel, was in der nahen Zukunft spielt, wo es sehr viel um duellbasierte Zweikämpfe und jede Menge Crafting, Looting und Erkundung der Umgebung geht. Ihr habt ja vorher auch schon ein ähnliches Spiel rausgebracht, was allerdings kein Zukunftssetting hat. Vielleicht fasst du da nochmal ganz kurz zusammen, was das war und vor allem, welche Elemente man aus diesem Spiel auch hier wiederfinden kann. Ja, das war natürlich Lords of the Fallen, der Titel. Und da ging es auch sehr stark darum, ja wirklich einen hohen Schwierigkeitsgrad zu haben und die Gegner wirklich zu lernen, einzuschätzen und zu gucken, wo sind die Schwachstellen. Also auch nicht irgendwie ein Slasher, wo ich irgendwie 100 Kerle weghaue, sondern wirklich, wo ich versuche, den Duellen irgendwie einen richtigen Schwachpunkt des Gegners irgendwie rauszufinden. Das haben wir übernommen, weil wir gesagt haben, es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Wie du schon gesagt hast, Setting und so ist völlig anders. Das heißt, wir haben eigentlich erst nach was gesucht, wo wir wirklich was Besonderes Neues machen können und trotzdem das mitnehmen können, was schon ganz gut funktioniert hat, das aber trotzdem noch ein bisschen verstärken. Wir haben ein paar neue Features eingebaut und sind sehr froh, dass das geklappt hat, irgendwie unsere neue Welt, die wir gebaut haben und die neuen Features wirklich zu einem Ding zu machen, zu verschmelzen. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Jetzt ist natürlich die Welt als solches für viele Spieler, glaube ich, ein wichtiger Aufhänger, dass sie irgendwie was haben, wo sie sich identifizieren können oder was sie irgendwie reizt. Was genau ist denn die Geschichte hinter The Search und in welcher Welt spielt das? Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also wir gehen nicht zu weit weg von heute, also wir spielen in der nahen Zukunft, aber wir haben gesagt, lasst uns mal überlegen, wie das wäre, wenn die Situation auf der Welt sich nicht so besonders gut entwickeln würde, von heute aus gesehen. Also gut, wenn man jetzt Nachrichten guckt, dann wird einem vielleicht auch ein bisschen unheimlich, aber einfach mal zu sagen, wenn man das mal ein bisschen in die Zukunft spinnt, wenn man sagt, wie könnten die Dinge aussehen, wenn sie eher den Bach runtergehen, haben gesagt, okay, das zeichnen wir mal als Bild und sagen, die Wirtschaft ist kontrolliert nur noch von wenigen, die Umwelt liegt da nieder und in dieser Situation gibt es halt einen großen Konzern namens Creo, der ein Riesenprogramm zur Wiederherstellung der Atmosphäre, der Ozonschicht, wie auch immer, halt der Verbesserung der Atmosphäre dienen soll. Und dafür haben sie halt ein riesen Raketenprogramm, wo sie fast im Minutentakt halt Raketen hochschicken, um dann da die entsprechenden Chemikalien, um das Ganze wieder ins Reine zu bringen, da auslösen. Und ja, somit der größte Konzern auf der Welt und unser Held. Warren will eigentlich nur da arbeiten. Er denkt, er bewirbt sich da mal, kriegt den Job und in dem Moment, wo er den ersten Tag da ist und sein cooles Exoskelett für seine Arbeit angezogen bekommt, geht irgendwas schief, er hat einen Blackout, er erwacht mitten in irgendeinem Art Schrottplatz, Raketenfriedhof, weiß nicht, was los ist und alles ist ihm irgendwie feindlich gesinnt und so fängt der Spieler an. Mehr weiß er erstmal gar nicht und muss rausfinden jetzt, was ist hier passiert und was hat das mit mir zu tun und wie komme ich da durch. Was mich letztes Mal, als ich es auch schon hier auf dem Event gezeigt habe oder auch auf der Gamescom und so weiter, ziemlich fasziniert hat, war das System, was ihr eingebaut habt, wo man tatsächlich verschiedenen, sei es nun menschlichen oder mechanischen Gegnern, wirklich einzelne Teile abtrennen kann und daraus dann was macht. Vielleicht magst du das nochmal kurz zusammenfassen, wie das genau funktioniert. Ja, hört sich ziemlich fies an. Ne? Ja, ist es auch irgendwo. Aber genau, es geht darum, wir haben halt eine Mechanik drin, dass du einzelne Körperteile anvisieren kannst, live in deinem Kampf, ohne Pause oder sowas, wie es man vielleicht aus ein paar anderen Spielen kennt. Und das halt für verschiedene Sachen nutzen kannst. Du kannst zum Beispiel einen Schwachpunkt anvisieren, einen ungepanzerten Teil und den Gegner dann schneller und einfacher besiegen. Oder aber du willst etwas haben, was er trägt, einen Teil seiner Rüstung oder eine Waffe oder sowas und visierst dann den stärkeren Teil an, was den Kampf schwieriger macht. Aber dadurch kriegst du halt dann entsprechend cooles Loot, was du dann dir umbauen, craften kannst und dann dein eigenes Exoskelett irgendwo dran klippen.
Das heißt also, die Fähigkeiten, die die Spielfigur hat, werden in erster Linie durch das Loot definiert, oder habt ihr nochmal so ein klassisches Erfahrungspunktesystem, wo er irgendwie sozusagen stärker, intelligenter, schneller wird? Gibt es sowas auch, oder wie handhabt ihr das? Also wir verteilen nicht so Stärke und Charisma und Geschicklichkeitspunkte. Das heißt, es geht wirklich sehr, sehr viel durch das, was man im Spiel macht. Man wird auch mit der Waffenklasse besser, indem man sie häufiger benutzt. Man levelt schon auch auf in dem Spiel und man braucht dafür auch Ressourcen, aber es kommt wirklich sehr, sehr viel über das Craften und über die Sachen, die man einsammelt, indem man sich mit Gegnern duelliert. Passt wieder gut zur Spielwelt, wo man halt wirklich in einer Umgebung ist, wo man ja eigentlich nicht auf Kampf oder Konflikt aus war und deswegen halt die Sachen zweckentfremden muss, die für sich umbauen, sie den Gegnern eben abnehmen und daraus baut man seinen Charakter auf und ja, so entwickelt man ihn auch in sehr verschiedene Richtungen, wenn man will. Wir haben jetzt schon mehrfach die Gegner angesprochen. Vielleicht magst du noch mal so ein paar Beispiele nennen. Was treffen wir da überhaupt für Gegner an? Also am Anfang vor allem ist es erstmal so, dass die Leute, mit denen ich eigentlich hätte zusammenarbeiten sollen, irgendwie durchgeknallt sind, verrückt geworden sind. Einige mehr als hirnlose Monster rumlaufen, andere einfach irgendwie völlig wütend und ausgerastet sind. Und da kann man sich natürlich auch entsprechend darauf einstellen. Was man wissen muss, ist, man hat in der Story eine Art Gehirnimplantat, das einen direkt mit dem Firmennetzwerk verbindet. Und da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein, was zumindest jetzt die menschlichen Gegner beeinflusst hat. Man trifft auch normale Leute, aber nicht nur sozusagen. Und es gibt ganz andere, wie zum Beispiel relativ große Maschinen, Roboter, gegen die man kämpft, Sicherheitspersonal, solche Sachen, Gefahrenabwehr, Trupps, die einen vielleicht selbst leider als Gefahr einstufen. Also sehr große Vielfalt bis hin zu ziemlich großen Bossgegnern auch. Womit wir dann schon bei meiner nächsten Frage wären, so ein ganz normaler Spieler, der ja einfach diese Art von Genre mag, aber eben das Spiel nicht kennt und jetzt sozusagen euren Bossen begegnet, was ist da so der längste Kampf oder wie lange kann so ein Kampf dauern? Ist das so eine Geschichte von 2-3 Minuten und fertig ist das oder ist das doch was ihr sogar noch deutlich länger hinauszögert oder auch vielleicht deswegen, weil eben man bestimmte Strategien braucht, damit es halt überhaupt erstmal klappt? Also ich glaube, man braucht schon ein paar Mal, um so einen Boss zu besiegen. Beim ersten Mal wird es schwer und man muss sich schon seine Strategie irgendwie festlegen und das irgendwie rausfinden. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie gut man das hinbekommt. Und natürlich kann es sein, dass man jetzt mal an einem ein bisschen verzweifelt und sagt, oh, der irgendwie komme ich da nicht weiter. Das Gute ist ja aber, dass die Spielwelt halt voll ist mit noch Geheimnissen, die wir versteckt haben, mit Sachen, die ich halt noch craften kann, Gegner, die ich halt besiegen kann, ohne dass halt sozusagen alles abgegrast ist. Das heißt, wenn mir das Ganze irgendwie zu schwierig ist und ich sage, boah, dann beiße ich mir echt die Zähne aus, kann ich halt wieder ein Stück zurückgehen, kann sagen, okay, ich habe ja auch erst 2 Teile von dieser Rüstung. Ich crafte mir jetzt mal die anderen 3 Teile, habe dann das komplette Set und dann soll der mal kommen, der Junge. Sowas kann ich halt auch machen und dadurch mir sozusagen den Schwierigkeitsgrad, wie lange so ein Bossfight geht, wie oft ich das irgendwie versuche, selber ein bisschen einstellen. Welche Mechanismen habt ihr noch im Spiel, um vor allem ja, Leute, die eben vielleicht gerade mit diesem Genre zum ersten Mal anfangen, um die so ein bisschen da durchzuführen? Gibt es vielleicht ein Tutorial oder immer wieder irgendwie eine Art Begleit-KI, die dir Hinweise gibt oder wie löst ihr das Problem? Ja, wenn du eine Begleit-KI, die dir im Weg steht und dadurch lernst du irgendwann eigenständig zu spielen. Nein, hoffentlich haben wir so. Nein, wir haben tatsächlich kein richtiges Tutorial. Also das Spiel beginnt schon Schritt für Schritt mit Erklärungen. Aber es ist nicht so, dass man sich sozusagen durch 5 Tutorial-Seiten durchflippt und irgendwie einmal alle Moves machen muss. Da haben wir auch ein bisschen von Lords of the Fallen gelernt, wo wir das ziemlich kompakt und ziemlich kurz gehalten haben. Es ist eine relativ lange Strecke jetzt, wo man einfach immer wieder neue Sachen lernt, neue Sachen ausprobieren kann. Man wird am Anfang auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Also wir haben sehr, sehr viele Hinweise drin. Du kannst sehr gut rausfinden, wie das alles funktioniert, gerade auch so Anvisieren von Körperteilen und so. Das funktioniert auch ganz gut und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall eine Menge Leute abholen. Trotzdem, wenn man nur Lust hat, ein Action-Adventure durchzuzocken und zu gucken, wie es ausgeht, so einen Modus haben wir nicht. Also du musst schon wirklich da reintauchen, dich da rein verbeißen und eher so das Spiel genießen. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen, vielleicht natürlich ohne allzu sehr zu spoilern, aber so ein bisschen Hinweise geben. Du hast am Anfang gesprochen von einem Raketenfriedhof, den sieht man auch auf dem Artwork. Was für andere Settings, Szenarien erwarten einen da so in den Anfängen des Spiels noch?
den Anfängen des Spiels. Ja, also es ist tatsächlich ein Mix zwischen draußen und drinnen. Das heißt, am Anfang bin ich halt in eher verlassenen Fabrikgeländen, wie gesagt, dieser Schrottplatz, Raketenfriedhof so. Aber auch da gibt es schon ganz unterschiedliche Orte. Ich kann da auch zum Beispiel in die Kanaltunnel runtergehen, wo alles auf einmal stockfinster ist. Ich mir vielleicht noch Items craften muss, dass ich überhaupt was da drin erkennen kann. Solche Sachen. Bis hin zu einem Zugsystem, was einen dann auch in die Firma reinbringt, wirklich in die Hauptfertigungshallen und später dann halt noch in wirklich, sag mal, andere Forschungseinheiten und so. Da gibt es schon relativ viele Unterschiede, auch von der Art der Levels, also es ist nicht nur alles irgendwie flach und irgendwie ein Weg, es gibt welche, die sind mehr ausgestreckt, es gibt welche, die sind sehr stark, gehen in die Höhe, in die Tiefe, es gibt sehr verschachtelte, also da haben wir versucht, sehr, sehr viel Vielfalt reinzubekommen, was das angeht. Vielleicht noch ein paar Aspekte zum Technischen. Ihr habt ja, korrigier mich, wenn ich das falsch sage, die Fledge Engine, richtig? Was hat die seit Lords of the Fallen für neue Tricks auf Lager und was sieht man da jetzt für Effekte vielleicht, die man halt vorher noch nicht hatte zum Beispiel? Also wir haben vor allem an den Particle-Effekten sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben unser eigenes Particle-System da drin jetzt, was sehr viele sehr coole physikbasierte Sachen machen kann. Das heißt, ich glaube, auf Effektebene wird man schon ein paar sehr spannende Sachen sehen. Haben wir auch wieder genutzt, um es ein bisschen in die Story mit einzubinden, aber das darf ich jetzt leider nicht zu viel verraten. Aber also in der Richtung sehr viel und ansonsten haben wir natürlich jetzt, was die gleiche Engine ist, sehr viel in Optimierungen gesteckt. Das heißt, wir können größere Levels darstellen, wir können generell mehr auf dem Bildschirm passieren lassen als vorher und ja, je nachdem, wie man sich's konfiguriert, natürlich auch an der Framerate ein bisschen schrauben. Wird der Held auch die Möglichkeit haben, vielleicht irgendwie in Fahrzeugen unterwegs zu sein oder ist es wirklich so eine, ich laufe mit meinen Füßen am Boden Erfahrung? Wie muss man sich das vorstellen? Er läuft tatsächlich viel mit seinen Füßen am Boden. Er wird aber auch Höhenunterschiede überwinden können. Es gibt verschiedene ganz schöne Mechaniken, die wir da haben. Also irgendwie so Minigames, wo ich mal in einem Jeep fahre oder so, sowas haben wir nicht drin. Das heißt, man ist schon immer die Figur, wie man es eher aus dem klassischen Rollenspiel kennt, und die rüstet man aus, die verändert man, aber durch die Levels bewegt man sich halt in verschiedenste Arten und Weisen. Man hat Zugfahrten drin, wir haben Aufzugfahrten, wir haben auch die Gravitation in irgendeiner Form? Auch Gravitation haben wir, wenn du fällst, dann okay, fällst du so tief. Wo sie abgeschaltet ist oder sowas? Nee, sowas haben wir nicht drin. Was wir noch haben, was relativ cool ist, wir wollten ja auch sowas wie Leitern haben, dass du halt das Level, ich hatte gesagt, relativ hohe Höhenunterschiede hast. Was wir gemacht haben, wir haben diese sogenannten Exolifts gebaut, weil wir gesagt haben, wenn du in so einer Fabrik bist und du hast so ein riesen Exoskelett an und bist da gepanzert, dann wirst du wahrscheinlich nicht eine kleine Leiter hochklettern müssen. Deswegen hakst du dich ein, wirst halt hochgezogen und runtergezogen. Und dadurch haben wir eigentlich durch einen ganz netten Story-Kniff dieses lästige Leiterklettern ausspielen elegant umgangen und du kannst sehr, sehr schnell halt wirklich dich auch durch Höhen, durch Tiefen, durch so ein Level mal durchhangeln, was sich schon ziemlich beweglich anfühlt. Okay, letzte Sache. Wie lange würdest du sagen, Pi mal Daumen, beschäftigt einen das so auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und vor allem auch, ist das dann fertig oder ergänzt ihr noch weitere Inhalte im Nachhinein in Form von DLCs? Also wie lange ist immer die allerschlimmste Frage bei so einem Spiel, weil es kommt ja ganz drauf an, wie du es spielst. Ja, du kannst wirklich versuchen durchzurennen, du kannst ein Top-Spieler sein, der mit allen Instinkten und Reflexen ausgestattet ist und alle Bosse beim zweiten Mal, ich sage jetzt schon nicht zum ersten Mal, besiegt. Oder du bist halt jemand, der in alle Ecken guckt, sagt, okay, ich will hier erstmal alles abgegrast haben, okay, da habe ich alles, ich will aber noch mein Set fertig bauen. Wir sind auf jeden Fall größer als Lords of the Fallen und wahrscheinlich ein ganzes Stück. Und Lords of the Fallen haben die Leute vielleicht 20 bis 30 Stunden dran gespielt. Ob das jetzt heißt, dass jeder hier 30 bis 40 Stunden dran spielt oder ob es doch so ist, dass man sagt, okay, Main Story habe ich in 10 Stunden durch, aber ich habe ein riesen Universum, in dem ich mich bewegen kann, ist für mich total schwer zu sagen. Aber ich glaube, es ist ein Riesenpaket auf jeden Fall, was man da kriegt und man kann sich sehr, sehr lange drin aufhalten. DLC nochmal? Möglich, aber kann ich gerade noch nichts zu sagen. Super, dann irgendwas, was wir noch vergessen haben, was du vielleicht noch ergänzen willst, den versteckten VR-Modus oder was auch immer. Da der VR-Modus ja versteckt ist, kann ich ihn jetzt noch nicht verraten. Nee, also ich glaube generell, es wird ein ganz spannendes Ding. Ich glaube, wenn man ein bisschen Lust auf Rollenspiele hat, auf ein bisschen was Besonderes und vor allem auf knackige Herausforderungen, kann man sich da schön die Zeit mit vertreiben. Super. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Ja.